Hallo, guten Tag und herzlich willkommen bei Garten-TV. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar den Zirkusaffen Horst Kunibert van der Kees. Er ist ein sehr netter Zeitgenosse. Komm doch rein. Hallo! Hallo, Hallo Frau Moderatorin! Guten Tag. Was haben Sie da? Das sind meine Zigaretten. Ach so. Leg die mal hier hin. Okay. Gut. Wie gefällt es denn Ihnen bei uns hier so im Studio? Ach, ist nicht so schön. Warum nicht? Ach, das Publikum ist bescheuert. Und naja, das Wetter ist scheiße. Was soll ich denn machen? Ah. Warum ist unser Publikum scheiße? Ach, die haben mich beschimpft. Und der hat mich getreten. Und warum? Ja, nur weil ich ihm auf den Kopf gesprungen bin. Nur auf den Kopf gesprungen? Ja, zum Spaß. Ich bin doch ein Unterhaltungsaffe. Sind Sie sicher? Ja, Mann, klar. Ich glaub Ihnen nicht so ganz. Ich hab's dir doch gesagt. Warum hat er denn Kacke auf dem Kopf? Ach, das kann doch mal vorkommen, dass sich die Leute hier so anstellen. Typisch Menschen. Sie haben übrigens Flöhe. Ja, ja. Okay, dann erzählen Sie uns doch und lieber vor. Hier, im Gegensatz zu dir. Seien Sie leise, okay? Ich bin ja ein sehr ruhiger Zeitgenosse, aber ich kann auch mal sauer werden. So, dann erzählen Sie uns doch mal von Ihrem Zirkusleben. Ach, das ist sehr schön. Ich bin der Unterhaltungsaffe. Okay, das reicht schon. Das reicht schon. Wir wollen gar nicht so viel erfahren. Wir wollen vielleicht noch mal wissen, was haben Sie denn so für Talente so? Ach, ich kann singen, tanzen, rauchen und ganz super Witze erzählen. Okay, dann zeigen Sie uns doch mal, wie Sie singen, tanzen und Witze erzählen können. Ich singe und tanze sogar zeitgleich. Das können nicht viele. Okay, dann singen Sie doch mal I Believe I Can Fly und tanzen irgendwas dazu. Dann hast du endlich mal eine gute Idee. Das kann ich nämlich richtig gut. Dann wirst du gleich staunen. Okay. Da müssen die Leute schon ins Zirkus kommen und ein bisschen Geld zahlen. Ich will ja auch von was leben. Oder er hat gesagt, der Herr Direktor, der mich eingestellt hat. Okay, und wie ist das mit dem Witz erzählen? Das kann ich am allerbesten. Das kann ich super. Geht ein Mann in den Milchladen. Da sagt er, dahinter der Theke, da der Milchverkäufer. Warte mal, was wollen Sie denn? Sagt der Mann, der reingekommen ist, ja, was denkst du denn? Das ist doch hier ein Milchladen. Ach, das war der Witz. Ach so, ja. Das ist gut, ne? Ja. Ja, wusste ich's doch. Das ist echt, so einen guten Witz habe ich schon. So einen guten Witz habe ich. Bombe gibt's doch zu. Total. Ja. Ja, ja. Boah, ich würde das echt gerne mal eine rauchen. Das ist meine. Kannst du mir mal helfen? Ja, klar. Darf man überhaupt rauchen? Wir sind im Garten. Gib erst mal eine Hand. Das muss irgendwie so, ne? Ja. Hier. Ja. Okay, also bist du ein rauchender Zirkusaffe? Klar. Deswegen ist deine Stimme auch so? Ja, was denkst du? Ja, dass du schon so eine schlimme Stimme hast. Also eine schöne Stimme. Okay, dann noch eine andere Frage. Was haben Sie, du, die, das, was auch immer du bist? Jetzt hast du deine Zigarette angeschmissen. Ja, ich will nicht rauchen. Brauch doch meine Ruhe nicht, dann ist Tussi, die mir dauernd auf Fragen stellt. Da kann ich mich ja gar nicht entspannen. Warum sind Sie denn überhaupt hierher gekommen? Ja, der Direktor hat gesagt, geh mal dahin, Publicity und so ein Quatsch. Hab ich aber keinen Bock. Ich würde lieber Bananen fressen und Hundekämpfe anschauen. Das ist mein liebstes Hobby.
was haben Sie noch so für Interessen außer Hundekämpfe und... Ach, die Farbe grau, mich bei Leuten auf den Kopf setzen. Und da rumscheißen. Und was noch? Okay, dann noch eine Frage. Was ist denn Ihre Lieblingsfarbe? Grau. Und warum grau? Weil das klingt so ähnlich wie blau. Aha. Stell doch mal interessante Fragen, du Moderatorin. Ein schönes Kind. Wo bin ich denn hingerannt? Dummes Publikum. Moderatorin. Oh. Ah. Oh. Ich bin echt beinahe die Treppe runtergefallen. Mann, Mann, Mann. Ja, also, wie wir sehen, sind Sie ein sehr netter... Was soll das denn? Das werde Sind Sie ein sehr netter Mitbürger? Was soll denn das? Du hast mir wehgetan. Setzen Sie bitte dorthin. Und jetzt wollte ich Ihnen noch sagen, also so wie es scheint, sind Sie ein sehr netter Mitaffe, ne? Was machen Sie da? Kratz mich am Auge, was denkst du? Okay, also, ein netter Mitaffe ist der Kuliwert. Mit einem schicken Schleifchen. Danke, das muss so sein. Naja, eigentlich eher nicht, aber naja. Was weißt du denn? Was guck dich doch selbst an. Naja, ich bin immer noch... Da. Ich bin schon auf Tour in China und Mongolei und Afghanistan. Und trotzdem kennt dich kein Schwein, armes Äffchen. Die kennen nicht viele. Ich mach wenigstens Garten-TV. Was machst du? Bist in so einem kleinen, gammeligen Zirkus. Bist du nicht beleidigen? Ja. Soll ich mal meine Leute aus dem Zoo holen? Die Schlange Horst? Wenn du die mal kennenlernst, dann bist du nicht mehr so frech. Das kann ich dir sagen. Ja, ja. Okay, das war's heute mit Garten-TV und dem Affen Kunibert, der sich jetzt verpisst. Tschüss und guten Tag!